Welche Mitbestimmungsvorschriften gelten für Kapitalgesellschaften, mit mehr als 2000 Beschäftigten? Welche Mitbestimmungsvorschriften, ja, das ist hier das Schlüsselwort, gelten für Kapitalgesellschaften mit mehr als 2000 Beschäftigten? Offensichtlich gibt es hier eine Kategorisierung. Wir haben das in einem anderen Video uns angeschaut. Es gibt die Montan-Mitbestimmung. Es gibt diese Mitbestimmung hier, auf die die Frage zielt. Und es gibt die sogenannte Drittbeteiligung. Hier sind wir also Rechtsgrundlage beim Mitbestimmungsgesetz von 1976. Und der zielt genau auf diese Kategorisierung. Eine Kapitalgesellschaft muss es sein, in der Regel eine Aktiengesellschaft, ja auch eine GmbH wäre möglich, aber vor allem sind es Aktiengesellschaften mit mehr als 2000 Beschäftigten, also schon eine relativ große Gesellschaft. Und da gilt die Grundregel Anteilseigner. Also mit anderen Worten Aktionäre, ja, hier als Oberbegriff gewählt, können natürlich auch GmbH-Anteile sein, ist aber selten. Anteilseigner und Arbeitnehmer haben die gleiche Zahl von Sitzen im Aufsichtsrat. Haben die gleiche Zahl von Sitzen im Aufsichtsrat. Wenn jetzt hier, ich erläutere das jetzt mündlich, ja, aber man kann sich hier natürlich vorstellen, dass es hier oft oder jedenfalls ab und zu wegen der gleichen Zahl von Sitzen zur Stimmengleichheit kommt und dann wird erneut abgestimmt und in dem Fall hat der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. Ja, so ist die Regelung hier. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.